So, heute also mit einem Rezept, das ich aus dem Gesundes-Blog habe. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, die haben immer super Rezepte. Ihr braucht 100 Gramm Instant-Flocken, 50 Gramm Proteinpulver, ich habe jetzt Chocolate, Kokosöl, 40 Milliliter Wasser und 2 Bananen. Außerdem seht ihr links unten noch 100 Gramm Soja-Vanille-Joghurt, 20 Gramm Chiasamen, 30 Gramm Kakaopulver und etwas Zimt, das darf natürlich nie fehlen. So, also fangen wir an. Zu Beginn nehmt ihr erstmal die 40 Milliliter Wasser und mischt sie mit den 20 Gramm Chiasamen. Hier könnt ihr dann auch noch das Kokosöl, was bei mir 5 Gramm sind, einfach unterrühren. Da müsst ihr kräftig rühren, sonst löst sich das Kokosöl nicht. So, und das Ganze lasst ihr dann kurz stehen, denn als nächstes brauchen wir die Bananen. Natürlich geschält. Die matscht ihr jetzt mit einer Gabel klein. Ihr habt, glaube ich, schon in einigen Videos gesehen, wie das geht. Und die können wir dann anschließend mit den Chiasamen vermischen. In der Schüssel, versteht sich. Ihr seht, es hat eine richtige Masse gebildet. Damit kann man tolle Sachen machen. Außerdem kommt ja noch der Sojajoghurt hinzu. Das rührt ihr dann um, bis es ungefähr so aussieht wie bei mir. Und dann könnt ihr die restlichen Zutaten hinzugeben. Ich rühre das Ganze ganz gerne vorher ein bisschen um, da es sonst sehr, ja, staubig wird. Und anschließend gehe ich dann mit der Küchenmaschine rein, mit den Knethaken und knete das Ganze durch. Ihr könnt es natürlich auch mit den Händen machen. Wenn es ein bisschen zu klebrig wird, könnt ihr noch ein bisschen Mehl hinzugeben. Bei mir hat es aber gepasst. Dann schabt ihr alles zusammen und habt den Teig. Der kommt dann auf einem Backblech, das wir natürlich mit Backpapier ausgelegt haben. So, dann nur noch einmal formen. Und dann ab in den Ofen. Das Ganze kommt bei Umluft 200 Grad für 40 Minuten in den Ofen. Wenn es fertig ist, könnt ihr das Ganze natürlich noch ein bisschen mit, ja, Kokosflocken oder so verfeinern. Schmeckt auf jeden Fall unglaublich gut. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.